In einer Zeit, in der Computer gerne nach 2 Jahren den Geist aufgeben, freut man sich umso mehr über echte Wertarbeit. So wie diese Menschen hier in England. Gespannt beobachten sie, wie der älteste noch funktionierende Computer der Welt, der Harwell Decathlon Witch, auf Touren kommt. Mit viel Geratter und glühenden großen Leuchtdioden verrichtet die riesige Maschine ihre Arbeit. Und das Publikum im National Museum of Computing ist begeistert. Ob man sich das Gerät nun zu Hause hinstellen möchte, sei einmal dahingestellt. Zum Drucken eignet sich der Harwell Decathlon Witch jedenfalls noch ganz gut.